Oh YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video von mir. Wie immer noch, wie ihr vielleicht seht, am Hotelzimmer von Mallorca. Heute war für mich ein sehr Avengers-reicher Tag. Für euch Tage, weil ich habe das alles am Stück gelesen und euch jetzt aber in drei verschiedenen Videos präsentiert. Und zwar habe ich jetzt gelesen Heft 23 von den Avengers, von Jonas Hickman geschrieben. Und zwar fängt hier ein neuer Story-Arc an, wie man hier sieht. Ist allerdings für einen Einsteiger definitiv nicht zu empfehlen. Und zwar macht das ganze Ding jetzt einen Zeitsprung von 8 Monaten. Sieht man auch direkt auf der Seite, auf der ersten Seite, hier steht direkt 8 Monate später, und zwar spielt das ganze Ding nach Axis. Axis habe ich noch nicht angefangen zu lesen, werde ich auch erst anfangen zu lesen, wenn ich wieder in Deutschland bin, bei meinem Comic-Händler mal den ganzen Schwung von diesem Monat abgeholt habe, weil ich jetzt auch einen Monat lang nicht mehr bei meinem Comic-Händler war. Ich bin mal gespannt, was sich da für mich angesammelt hat. Und zwar wird man hier so ein bisschen ins Dunkle geworfen, man erfährt so zwischen den Zeilen, dass IAM jetzt aufgekauft wurde und nicht mehr böse ist und dass es die Avengers nicht mehr gibt und einzelne Protagonisten jetzt auf verschiedenen Planeten leben, und man ist tappt so ein bisschen im Dunkeln herum und versucht sich selber zusammenzubauen, was da gerade los ist. Genauso wie es Starbrand und Nightmask auf irgendeinem Planeten ankämpfen sind. Und Nightmask, man sieht ihn hier, warum auch immer, immer jünger wird. Das sind ja auch zwei Charaktere, die Jonathan Hickman ins Leben gerufen hat für seinen Comic Run, direkt in den ersten Ausgaben. Und ich kann auch gar nicht zu viel erzählen. Ich weiß noch, dass Superior jetzt, heißt nicht Superior, heißt das Superior? Mein Namensgedächtnis mal wieder. Hyperion meine ich. Perry auf einmal Bartwuchs hat, auf jeden Fall älter geworden ist, und das hier der Sohn von ihm ist, den ich vorher noch nie gesehen habe. Ist auf jeden Fall auch interessant zu sehen, was da los ist, und dass er sich jetzt mit Thor zusammen auf dem Weg irgendwo hin macht. Man erfährt noch nicht wohin, und Thor, man sieht es hier schon, man hat es auch beim Finale von Wilderness hingesehen, ist nicht mehr mit einem Hammer unterwegs und hat auch nicht mehr, ich glaube, nicht mehr die Kräfte, die er vorher hatte, und ist jetzt mit einer Axt unterwegs, die Jason Aaron für ihn in den letzten Thor-Run, Thor Gottes Donners, schmieden lassen hat für den Thor aus der Vergangenheit. Wie jetzt genau diese Waffe rangekommen ist und so weiter, bin ich sehr gespannt, wie sie das jetzt lösen wollen. Genauso wie Sho, so ein hyperintelligenter Junge, auf der Flucht vor den Avengers sind, die jetzt unter Shield stehen wieder. Und die Besetzung besteht aus War Machine, Captain Marvel und Hawkeye, und die sind auf der Jagd nach Sho und den Illuminati, die jetzt weltweit gesucht werden und keiner weiß, wo sie sind. Und auch Sue Richards sucht ihren Mann Reed Richards, was man dann hier auf dieser Seite sieht, wo man sich fragt, was da vorgefallen ist, dass sie jetzt gegen ihren eigenen Mann kämpft. Dann ist hier drin wieder ein New Avengers Heft, also liest man am besten den Paperback dazwischen, was ich jetzt nicht getan habe, weil der meiner noch in Deutschland liegt, deswegen habe ich mich ein bisschen gespoilert. Dann noch direkt auf das Cover zu kommen von den New Avengers, was mal wieder eine Hommage ist an das erste New Avengers Heft von Bendis. Da gab es dieses gleiche Motiv mit einer anderen Besetzung, dann das erste Heft von den New Avengers von Marvel Now, da gab es auch dieses Cover mit anderen Protagonisten drauf und jetzt wieder mit Thanos und so weiter. Weil in den Paperback hier zwischen, der hier zwischenspielt von New Avengers, erfährt man, dass der Namor die Inkarnation, also dieses Aufprallen dieser Welten, da waren sich die ganzen Helden unheimlich, ob sie das tun sollen oder nicht. Und Namor hat dann einfach selber die Fäden in die Hand genommen, hat es getan und hat die Illuminati durch andere Leute ersetzt, durch Thanos und so weiter. Und jetzt in den ersten Seiten geht er halt zu Dr. Doom und seinem Sohn. Ich weiß auch nicht, wo dieser Sohn das erste Mal auftaucht, ob er schon länger am Start ist oder ob das erst durch Axis passiert. Und bittet sie um Hilfe, dabei diese Illuminati zu stoppen, weil hier sieht man direkt Bilder von Thanos und so weiter, wie sie jetzt auf einer anderen Welt sind und die richtig Spaß daran haben, die Leute da abzuschlachten. Deswegen ist er ein bisschen verzweifelt. Dieser Teil hat mir sehr viel besser gefallen wie der erste Teil, wobei der erste Teil mir auch schon gut gefallen hat. Hier ist zum Beispiel eine Szene, wo sie den Charles Xavier von einer anderen Welt darum bitten, dass er um Gnade winselt und darum bittet, schnell getötet zu werden. Was er dann auch macht, ist eine sehr verzweifelte Szene. Hier sieht man es, wie er dann Thanos anschreit und sagt, töte mich. Sehr cool gemacht, und das ganze Heft hat sehr viel Spaß gemacht. Und obwohl ich nicht mehr so der Fan bin von den aktuellen Marvel-Events, macht dieses Heft mir sehr viel Vorfreude auf Axis. Und ich habe es gerade mittlerweile echt Bock, Axis zu lesen, weil die Auswirkungen diesmal anscheinend echt was krasser sind. Allerdings macht er mit Marvel immer Werbung. Ob es dann wirklich ist, weiß man nicht. Genauso wie die Stelle von Black Panther und seiner Schwester, wo ich jetzt nicht so viel wegspoilern werde. Ich kann nur sagen, dass es ein dramatisches Ende nimmt mit der Schwester von Black Panther. Und wie gesagt, das Heft hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde den ersten Teil so eine 3 von 5 geben, obwohl er mir gut gefallen hat. Und den New Avengers Teil würde ich tatsächlich eine 5 von 5 geben, weil er mir sehr viel Spaß gemacht hat. Also insgesamt kriegt das Heft dann von mir eine 4 von 5 und ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, allerdings nicht für Neuansteiger. Dann vielleicht noch eine Erwägung wert für Leute, die gerne Poster aus Comics aufhängen. Drin ist noch ein
Filmposter. Ich habe, wie gesagt, das Comic ist ja schon einen Monat alt. Und das Filmposter war dann aktuell zum Kinostart von Avengers drin, wozu ich auch eine kleine Review hochgeladen habe. Also wenn euch eure Meinung zu den Avengers-Filmen interessiert, dann guckt euch das ältere Video von mir an. Das habe ich auch irgendwie genannt, Avengers Age of Ultron Review, meine Meinung dazu, irgendwie so habe ich es genannt. Scrollt einfach ein bisschen runter auf meinem Kanal, dann findet ihr das Video. Ich hoffe, mein Video hier hat euch gefallen. Ich konnte euch einen kleinen Einblick in das neue Avengers-Heft hier geben, wie es mir gefallen hat und ob es was für euch ist oder nicht. Lasst mir ein paar Kommentare da, einen Daumen nach oben und ein Abo und bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!